Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Runde Yu-Gi-Oh! Gegen Max. und ich habe jetzt wahrscheinlich sehr schwaches Deck genommen, was ich einfach mal Just for Fun gemacht habe. Ah, und nein! ich dachte, Mann, das ist bestimmt Papier, das ist immer Stein. Nee, warte, das ist ja falsch. So. Ja, da habe ich übrigens nicht gut nachgedacht, ne? Okay, Moment, da kann ich jetzt. Wie kann ich den nochmal? Okay, kann ich theoretisch. Okay, dann kann ich ja schon mal Bumm machen und das da machen. Stark, ich hab die Verteidigung. Haha, die ich direkt in beiden Karten am Anfang gezogen habe, ey. Voll krass und so. Schon durch den Effekt voll vervielfache. Diesmal kann ich jetzt zum Gut für Tributbeschwörung benutzt werden. Kann ich das denn eigentlich nicht aktivieren? Dann da. Ja, eins weniger. Nein. So. Lol, ich hab grad nochmal vervielfache gezogen. Kennst du das, wenn du so eine Chipstüte irgendwie an deinen Mund hältst und dann immer so ran schüttelst und so, damit da irgendwie so Krümel noch in deinen Mund reingehen? Ja. Ich auch. Was denn? Ich auch. Oh, jetzt weiß ich mal, was für eine Karte ist. Bringt mir nicht viel. Aber jetzt weiß ich mal, was für eine Karte. was ist das denn? welches wählst du aus? Hätte ich auch gemacht. Hallo, Symmetrie muss ja schon sein. Ja, will ich auch. Deswegen verstöre ich auch den da. Ja, das ist gut. Ja, viel, wenn ich jetzt Monster beschwöre, wird es direkt in die Mitte beschworen. Ist doch viel schöner. Ich frage jetzt, du darfst jetzt mal kein Speck zerstören, weil sonst ist die Symmetrie kaputt. Ich kann es probieren. Weh, ich ziehe jetzt. Ja, kommt sie hauptsächlich. Ja. Okay, welche soll die. Ach, was ist das? Okay, oder. Moment. Okay, das macht keinen Sinn. Boah, die Musik geht ins Blut, ey. Okay. Du darfst kein Gorimo zerstören, denk dran. Warum nicht? Ja, wegen der Symmetrie. Weißt du? Dass das Orakel entscheidet. Wer auf dessen Seite das Kuribo stehen bleibt, der gewinnt. Von mir aus gesehen, ja. Von mir aus gesehen. Oh, mein Kuribo! Ja, nein. Noch mit geschützt. So. Was? Ach nichts, was zu. Ja, ich will den Effekt und du wirst jetzt sehen, dass ich eine geile Karte gezogen habe. Fuck you! Hallo, was ist das? Ein Gamer, wir nehmen gerade Yu-Gi-Oh! Hallo! Mit einer Aufnahme, du Spasting! Kannst du dich einfach reinjoinen? Was denkst du dir dabei? Können Kinder verletzt werden! Die haben Kinder! Die haben Kinder verletzt werden! Das rein. Ja, ich stimme dir zu. Ach so, ja. Ja, genau, Gamer. Du leckst gerade. Ich hab irgendwie das Gefühl, mein Deck ist ziemlich schwach. Nice. Wenn ich mal was sagen darf, bei GLP habe ich das mal gesehen.
SGP sagt sie, ja, früher wusste ich auch schon immer, ich wollte immer irgendwas mit Spielen machen, weil Konti macht nicht dann darüber die ganze Zeit so lustig, weil zum Ding. Ja, Moritz, was möchtest du denn werden? Ich möchte später Feuerwehrmann werden und Menschen helfen. Weißt du? Und Manuel, was möchtest du machen? Irgendwas mit Spielen! Warte, ich überhaupt verwitzt, da muss ich irgendwie gerade denken. Achso. Oh, ach so. Mal. Hat das auch echt scheiße, oder was musst du dir echt wegmachen? Reißattribut, Alter, voll groß! Da rückst du raus. Könntest du noch einen ziehen? Möchte ich noch einen ziehen? Aber ja. Ich hätte an der Stelle eher die Karte gezeigt, die du eben schon gezeigt hast. Kann ich nicht. Ich kann nur die Karte ziehen. Okay. Möchte ich. Ach so. Möchte ich jetzt noch eine ziehen? Kannst du eins Karte? Dieser. Oh. Okay. Du willst dich angreifen. Vor allem kein Monster spielen. Weder das eine noch das andere. Könnte ich rufen? Ja, könnte ich tun. Könnte ich tatsächlich tun. Machst du aber gar nicht. Nein! 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 Das könnte ein Fehler sein! Ich will das aber nicht. Dann. Regenbogen in Krümo? Ja, auf jeden Fall aktivieren. Keine Ahnung, was du machst, aber bestimmt. Kann das denn? Oh! Nice. Moment, hä? Wenn ein Monster das Gegner ist, du kannst das Monster wählen, rüstest du gewinnst du mit dieser Karte von deiner Hand. Das kann ich. Nee, wait. Wenn ein Monster. Du kannst diese Karte speziell von deinem Friedhof beschwören. Oh, nice! Ja, nein. Da! Da war doch. Effekt. Wenn ein Monster des Gegners einen Angriff verwendet, du kannst das gewählte Monster wählen, rüst das gewählte Ziel mit dieser Karte aus. Nee, mit dieser Karte, ach, von deiner Hand, achso. Ja, eben, deswegen. Ja, schade, sonst wäre es noch besser gewesen. Das stimmt. Deswegen habe ich mich auch erst vertan, hä, was? Und dann aber der Untereffekt ist der Fall. Was, du kannst nochmal, ich dachte, der wäre jetzt annulliert, oh, verdammt. Nein, ich möchte das nicht aktivieren. Oh nein! Warum? So. Jetzt bin ich schon was ausgeliefert. Nein, ich bin schon nicht mehr mit dir. Denkster! Dann hätte ich den Regenbogen-Krümo doch nicht aktivieren sollen. Das hätte Menschen wenig gebracht. Weg mit dem da. Kann ich jetzt mal. Ah ja, transzendente Flügel brauche ich. Hört's gut an, ne? Stand Kiefer. Say what? Ich suche einen Kugel. Ja, das bin ich bestimmt hier. Nein! Meine Venus. Anus. Rate, was für ein Deck ich hab. Kuribo. Richtig! Und das ist momentan mega scheiße. Ist das der geflügelte Kuribo? Was? Oh, sogar wirklich toll. Oh. Ja, ich bin gut im Raten! Ja, ich bin gut im Raten! Ja, ich hab keine Schatzrat mehr. Ich kenne den Effekt, den müsst ihr nicht vorlesen. Weg mit dem. Brauche. Die Turnier? War das etwa gerade. Nein! Exodia? Alter! Weißt du, ich hatte früher drei verschiedene Exodia-Karten. Also nicht so Kopf, Bein und Arm oder so, sondern einfach eine schwarze Exodia, eine rote Exodia und die normale Exodia. Was? Einfach als Karte so. Das ist die schwarze Exodia, einfach muss ich erst die normale Exodia beschwören. Und muss sie dann opfern und kannst sie eine rote Exodia. Hat unendlich Angriffspunkte, aber schau wirklich so, das hat unendlich Zeichen bei Angriffspunkten. Geil. Ich dachte auch so, yo, das ist was Teams Legend auf jeden Fall. Fuck, jetzt hab ich gerade die Karte gezogen, die ich für Multiplikator gebraucht hätte. Was macht das denn? Und ich würde erstmal sagen, Detonate weg, die hätte ich eigentlich gebrauchen können, aber weg mit dem. Ne, damn it. Kann das. Oh, das ist mega, das ist so dumm, Alter. Weißt du, du machst ja 500 Schaden für ein scheiß 500er Monster.
Das ist ja bei Minecraft sein auch so. Das ist einfach eigentlich so dumm. Was, hä? Was bringt dir die Kugel des mystischen Scheins? Was bringt die? Warum kann ich sie nicht opfern? Warte mal. Was? Hä? Was muss ich sagen? Achso. Du musst da zwei opfern, stimmt ja. Das bringt es mir! Famosa Venus! Venus! Ich würde nicht nochmal angreifen, ich habe noch eine Feinkarte, die siehst du nur nicht. Warum kann ich das nicht aktivieren? Wenn einer Zauberkarte seines Gegners aktiviert wird, Doppelpunkt. Warum kann ich das jetzt nicht aktivieren? Halt doch mal dein Maul! Max rastet aus. Dumme Karte, weil ich bin auf den Jagd. Hey, wir hatten fast Gleichstand. Wo hast du Schaden? Ja, genau, die Karte, die ich gerade brauche. Einmal von der Venus, ich glaube. Moment, wenn eine Zauberkarte von deines Gegners aktiviert, das hast du gerade vorgelesen, oder? Fuck! Das hier. Scheiße! Nice! Oh Mann! Oh. Welche Karte okay. Will Max als nächstes ausspielen? Das kam unerwartet! Schockschwere Not. Spiegel kommt, bitte. Ah! Achso, okay, das geht noch. Weißt du, wenn der Rest des Zuges? Was? Wenn der Rest des Zuges kein Kampf? Du hältst aus dem Kampf keinen Kampf an, gut. Was? Was? Hab ich den vielleicht beim Falschen aktiviert? Stimmt, ja. Ich dachte, ich krieg den Rest den Zug keinen Kampfschaden. Nein! Das ist nur bei geflügelter Choreo so. Ja, aber ich dachte, die werden die gleichen, nur einer wird gespielt, einer wird gehandelt. Nein, habe ich sogar auch gedacht. Fehler. 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 Was bringt mir das? Während des Nichts. Was... Nein! Das ist genau so eine nervige Karte. Nein! Was machst du denn da? Wow, krass. Die Karte ging mir einfach nur auf den Sack, ich wollte die einfach nur aktiviert haben. Aha! Oh, gute Gott, ist bei dem falschen Monster gemacht. Oh nein! Oh nein! Oh nein, wer ist nicht dein Ernst? Ach Mann! Ich dachte gerade so, ah, ist der falsche Monster. Du machst ja immer noch 1400 Schaden pro Runde. Moment. Vielleicht ja bald sogar mehr. Ja, in der Tat wird das bald mehr. Oh! Ja, das mache ich. Weg mit dem und weg mit dem. Ja. Ach das. Oh, ich hätte gewinnen können gerade. Scheiße. Oh. Na, vielleicht auch nicht. Ja, da habe ich doch ein Zug Zeit, euch zu bereuen. Ich hab sicher! Ich hab doch eine. Nächste Runde bin ich aber leider tot. Eventuell. Oh! Was noch? Oh nein! Was denn? Ich brauche geflügelte Rimo. Ich hab grad transzendente Flügel gezogen. Ah. Oh.
Das ist aber schade. Oh, total schade. Wow, Kartenhändler, yay! Yay! Oh Mann, transzendente Flügel. Ich dachte, ich könnte hier. Oh, ich brauche Gefühl, Kuribo. Verdammt! Easy, ich gewinne das noch. Okay, nein! Aua! Haha, oh! Jetzt habe ich keinen Schaden mehr durchlassen. Oh, wow, eine super Karte, die du nicht mehr benutzen kannst, weil ich gleich tot bin. Ich gewinne. Weißt du, das ist leider nicht Uranus, weil Uranus gibt es nicht als Karte. Ja, es gibt auch Uranus. Und Uranus würde, wenn es Englisch ausspielen würde, was halt Uranus. Leute, Karte noch spielen. Ah! Ah! Der hat jetzt seinen Sieg verschenkt! Wow, Regenbogen, Kuribo. Ach, ist das das, wo du den transzendenten Flügel brauchst? Nee, das ist ja gefühlt der Kuribo Level 10, ne? Ja. Ach, das ist der Typ, den er da aus verbannt wurde. Genau. Vielleicht kann ich irgendwie die Kontrolle über ihn übernehmen und ihn nicht dich damit töten. Der tut eine Attacke, das ist möglich. Was? Oder, es bringt mir ja trotzdem nichts. Ich hätte nervös. Achso, stimmt doch. Oh. Send wurde Karte von deiner Hand. Kann ich trotzdem so beschwören? Ja. Hm. Alter! Ja, komm, jetzt kannst du jede Runde. Ja, komm, easy. Nein, jetzt kannst du dich mal angreifen. Nie mehr am Duell. Oh, bin gleich nicht gerechnet. Nein, du schlägst mich nicht. Schock, schwere Not. Komm schon. Lass es. Nein! Ja. Schade, let's Pilz. LP Pilz. Erreichen 0. Das war's für die Folge. Yu-Gi-Oh! Gegen Max. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Pulsbewertung da und tschüss.